da los? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu LOL Kompakt, dem wohl kompaktischen Format auf YouTube, seitdem auf einmal Urke zum Terminator geworden ist. Mein Name ist Jonah Just Johnny Schmidt und ich darf euch heute durch die letzte Spielwoche führen, denn wir hatten natürlich wieder überall auf der Welt exklusive Action und das lag hauptsächlich an den Rift Rivals. Bevor wir jetzt allerdings zu den Ergebnissen kommen und ich euch wirklich mit Spoilern bombardieren werde, guckt ihr nochmal in die Beschreibung rein. Da haben wir nämlich wieder eine exquisite Auswahl der besten Spiele der letzten Woche. Meine persönliche Empfehlung ist dann natürlich das Rift Rivals Turnier zwischen NA und EU. Denn die vergangene Woche war ja ein bisschen anders als die anderen. Die LCS hatte Pause und stattdessen haben überall auf der Welt verschiedene Regionen gegeneinander gekämpft. So auch in EU und natürlich NA. Denn die Leute aus NA sind rübergeschifft mit 3 Teams und haben hier eben ihre Kollegen aus EU herausgefordert. Das Turnierformat war dabei so, dass jedes Team aus NA gegen jedes Team aus EU antritt und es dann quasi eine Rückrunde gibt, wo das Ganze nochmal passiert. Aus NA traten an TSM, Phoenix One, Cloud9 und Europa vertrat wiederum Fnatic, G2 und Unicorns of Love. Der Abschluss des Rift Rivals Turnier war dann ein glorreiches Best of 5 zwischen dem besten Team aus NA und dem besten Team aus EU jeweils aus der Gruppenphase. Und die EU-Fans unter euch müssen jetzt wirklich, wirklich stark sein, denn EU hat einen Denkzettel verpasst bekommen, der wahrscheinlich eher ein Strafzettel war. NA hat EU völlig dominiert. Nicht nur, dass G2 mit nur einem Win und 5 Niederlagen das schlechteste Team des Turniers war, nein, auch Fnatic hat nur 2 Siege geholt und selbst Unicorns of Love, die 3:3 standen am Ende, waren damit immer noch das beste europäische Team und so gut wie das schlechteste nordamerikanische Team. Das tut natürlich mächtig weh. Auf der anderen Seite wurde ordentlich rasiert. Phoenix One, die ja in der letzten LCS-Woche noch Immortals ausgeschaltet hatten im regulären Ligabetrieb, konnten auch bei den Rift Rivals völlig eskalieren. Ein vorrangiger Jungler, eine sehr, sehr gute Leistung von ihm. Und natürlich auch TSM, einfach zurzeit mit Abstand wahrscheinlich das beste Team des Westens. Und das untermauerten sie auch im Finale gegen Unicorns of Love im ersten Spiel, was Vince Kerr nach 10 Minuten schon 4-0 und das Sohn K6 da natürlich durchrasiert, das ist natürlich erwartungsgemäß. TSM snowballte das Ganze allerdings extrem gut und konnte nach 30 Minuten beim Stand von 24:4 und mit 20.000 Gold Vorsprung das erste Spiel gewinnen. Spiel Nummer 2 begann mit einem schönen Double Kill von Haunter auf der Botlane. Allerdings TSM in Teamfights nicht deutlich stärker als Unicorns of Love. Die konnten im ersten Teamfight überzeugen, wollten dann den Edge machen, aber ja, da war leider noch der Jungler Sven Skern am Start, der hat sich dann den Baron-Buff mal eben gesneakt und so konnte TSM nach 30 Minuten auch das zweite Spiel des Best of Fives gewinnen. Im dritten Game zeigte Unicorns of Love dann nochmal ihre Klasse, allerdings hat es dann einfach nicht mehr gereicht, weil TSM zu stark war. Haunter beendete dann auf Kragas einen Teamfight auf der Midlane und danach war TSM dann einfach wieder zu stark. 33 Minuten lang kämpfte Unicorns of Love verbissen, aber TSM war an diesem Tag einfach das deutlich bessere Team. Das Rift Rivals Turnier fand damit also einen glorreichen Abschluss. TSM einfach das dominante Team, in der Gruppenphase schon sehr, sehr stark gewesen. Da interessanterweise nur von Unicorns of Love geschlagen und dann allerdings im Finale deutlich besser, 3:0. Dominanter geht es kaum. Aber ich hatte es ja schon so ein bisschen geteasert. Es gab auch auf anderen Regionen der Welt dieses Rift Rivals Turnier, da auch von der LMS, LPL und LCK, also direkt 3 Regionen, die sich miteinander messen. Hier gab es ein komplett anderes Turnierformat, so war jede Region mit 4 Teams vertreten und das Ganze war ein bisschen verwirrend, aber trotzdem auch hier wieder super, super starke Spiele. Die LCK trat dabei mit ihren 4 besten Teams an, SKT, KT Rollstar, Samsung Galaxy und MVP. Für die LPL trat an Edward Gaming, Royal Never Give Up, Oh My God und World Elite, also auch da natürlich 4 sehr, sehr starke Teams. Und auch die LMS durfte mal 2 Teams mehr präsentieren als sonst, weil sonst sehen wir da ja immer Flash Wolves und AHQ eSport. Diesmal gab es allerdings eben noch das J-Team und außerdem Machi eSport. Bei diesen Rift Rivals spielten jeweils die Teams aus den jeweiligen Regionen gegen die Platzierten der anderen Region. So musste zum Beispiel SKT gegen Flash Wolves ran, eine Begegnung, die wir auf internationaler Ebene ja schon öfter gesehen haben. Nach einer Gruppenphase wurden dann einfach mal die Teams in ihren einzelnen Regionen in der Gruppe zusammengefasst, um zu sehen, wie viele Siege sie als Region geholt haben. Die Region mit den wenigsten Siegen musste dann gegen die Region mit den zweitwenigsten Siegen antreten. Dabei konnte allerdings die Region von LPL, also aus China, tatsächlich LMS im Halbfinale quasi bezwingen. Im Finale wartete dann natürlich der Dominator der letzten Jahre, die LCK mit ihren 4 Superteams. Hier traf dann Samsung Galaxy auf EDG, eine Begegnung, die wir auch schon aus der Gruppenphase kannten. Da hatte Samsung Galaxy gewonnen, diesmal allerdings EDG nach 62 Minuten mit dem Sieg und dadurch Samsung Galaxy aus dem Turnier raus. Denn das Finale war ein Last Man Standing, das heißt, welches Team am Ende quasi ungeschlagen ist, repräsentiert dann natürlich auch die Region und diese Region hat dann eben gewonnen. SKT wiederum traf dann auf Team World Elite und auch hier konnte tatsächlich World Elite gewinnen und
den zweifachen Weltmeister, nein, den dreimaligen Weltmeister, aber zweifache Weltmeister in den letzten beiden Jahren tatsächlich aus den Turnierkegeln und das schon nach 33 Minuten. Die nächste Begegnung war dann Katie Rolster gegen Oh My God, ein Duell, wo man vor dem Turnier gesagt hätte, Katie Rolster holt das easy. Tatsächlich war es eine absolute Achterbahnfahrt der Gefühle, die Katie am Ende allerdings für sich entscheiden konnte. Die letzte Begegnung war dann Roy Never Give Up gegen MVP, den Außenseiterteam aus Korea so ein bisschen. Und auch dort konnte tatsächlich Roy Never Give Up gewinnen. Und dadurch gewann tatsächlich die LPL gegen die LCK, eine Sache, die niemand erwartet hätte. Großes, großes Lob an die Team Star, die haben wirklich einen exzellenten Job gemacht. Die LPL hat damit also jetzt absolut Oberwasser für die anstehenden Worlds, weil die sind ja tatsächlich auch in China. Das heißt, die Fans konnten sich schon mal so ein bisschen einstimmen und haben jetzt noch mehr Gründe, tatsächlich ihren Teams zujubeln. Natürlich gab es auch noch die UE Challenger Series. Hier hatten wir keine Rift Rival, keine Sorge. Tatsächlich hatten wir hier natürlich auch ganz normale Spiele. Und PSG schafft es nicht in die Playoffs, weil sie in der Woche 4 kein einziges Spiel gewinnen konnten. In der Tabelle sind deswegen jetzt folgende Teams in der Top 4 und damit nach heutigen Stand auch in den Playoffs. Die Giants Gaming auf Platz 1. Sie konnten Red Bull bezwingen und kommen zurzeit einfach sehr, sehr gut ins Rollen mit ihrer sehr soliden und auch kontrollierten Spielweise. Schalke 04 auf Platz 2 mit ein paar Schwachstellen, teilweise ein bisschen unkontrolliert, allerdings natürlich auch mit guten Momenten. Red Bull und Wind and Rain beide auf Platz 3 mit zurzeit leider sehr schwankenden Leistungen. Dahinter noch Origin auf Platz 5 und eben PSG auf Platz 6, die keine Chance mehr auf die Playoffs haben. Diesen Sonntag ist übrigens der letzte Spieltag der EU Challenger Series, schaltet da also unbedingt ein, um zu sehen, wer in die Playoffs einziehen kann und wer zukünftig vielleicht in der LCS spielt. Ansonsten haben wir natürlich auch wieder ganz normal die LCS im Angebot, Unicorns of Love gegen die Höppele Purps, das wird auf jeden Fall eine wunderschöne Begegnung, schaltet da auch unbedingt wieder ein. Das war's mit LoL Kompakt an diesem Tag. Heute mal mit mir, weil der gute Bart ist immer noch krank. Haut einfach mal in die Kommentare ein paar Besserungswünsche, damit der Junge schnellstmöglich wieder fit wird. Wenn ihr ansonsten Feedback habt, dann könnt ihr das natürlich auch in den Kommentaren ablassen. Mich findet ihr natürlich wie immer auf Social Media, YouTube, Twitch, wo auch immer ihr mich eben sehen wollt. Ansonsten sage ich Tschüss, bis bald, euer Johnny.